Hi Leute, willkommen zu meiner neuen Rezension. Wie ihr seht, geht es heute um Zweilicht von Nina Blason. Das Buch habe ich jetzt schon ein paar Monate gehütet, bevor ich es dann mal gelesen habe. Und jetzt möchte ich euch gerne meine Meinung dazu sagen. Das Buch ist 2011 im CBT Verlag erschienen und hat ungefähr 411 Seiten. Die gebundene Ausgabe kostet, ich habe überhaupt keine Ahnung, hier steht kein Preis drin. Ich habe meins gebraucht auf Amazon für ungefähr 5 Euro gekauft. Ich glaube, das wird auch gar nicht mehr, das wird neu auch nicht mehr verkauft, weiß ich auch nicht so genau. Oder doch? Oder nicht? Oder ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war ich von diesem Design angesprochen. Also das fand ich total super. Also ich finde es immer noch total super. Sehr, sehr schön. Und ja, und es passt auch irgendwie zum Buch. Okay, es geht um Jay. Jay ist 16 oder 17 Jahre alt. Kommt aus Deutschland eigentlich, er lebt eigentlich in Berlin, aber ist jetzt für ein Austauschjahr quasi zu seinem Onkel nach New York gezogen. Ja, er und seine Mutter haben kein gutes Verhältnis und sein Vater ist tot. Der ist nämlich durch einen Unfall umgekommen und dieser Unfall, der ist glaube ich erst ein paar Monate her. Auf jeden Fall möchte Jay mal wegkommen von allem, denn wie gesagt, seine Mutter und er kommen überhaupt nicht klar. Die streiten sich nur und seine Mutter macht ihm nur Vorwürfe und meint, er wäre nichts wert. Und da musste Jay einfach mal raus und dann auch noch das mit seinem Vater. Denn sein Vater, ja, ist durch diesen Unfall ums Leben gekommen, aber vor seinem Tod hat er komische Briefe geschrieben und irgendwas von Indianerritualen geredet und Jay weiß einfach irgendwie überhaupt nicht mehr weiter. Ja, dann ist er in New York. Ich glaube, das Buch beginnt, als er ein paar Tage schon zur Schule geht. Dort lernt er ein Mädchen kennen in New York, Madison, und er ist interessiert an ihr und versucht irgendwie an sie ranzukommen. Aber sie scheint noch recht schüchtern zu sein und oder ja, ist nicht so der Typ, der sich sofort angeln lässt. Allerdings sieht er auch immer wieder ein komisches, kurzhaariges, blondes Mädchen, die in Bäumen sitzt, mit Bogen schießt, Speere wirft und Kaninchenfell trägt. Ja, und er kann sich das überhaupt nicht erklären, denn andere Leute scheinen sie nicht sehen zu können. Auf jeden Fall wird alles echt merkwürdig, also es passieren komische Sachen und letztendlich wird er von diesem Mädchen, das er immer sieht und alle anderen nicht, er nennt sie Ivy, sie nennt sich Ivy, wird er dann in eine Welt entführt und plötzlich muss Jay an seiner Realität zweifeln. Und das war auch schon so grob die Geschichte, mehr möchte ich gar nicht verraten. Nina Blasons Schreibstil ist wie immer wunderbar, also ich weiß, ich liebe ihren Schreibstil einfach, also richtig, richtig toll. Aber die Geschichte hat mir gar nicht gefallen. Also, oh, ich fand es überhaupt nicht gut. Also das Buch hat von mir auch leider nur 2 Sterne bekommen. Einen davon für das Cover und den anderen davon für Nina Blasons Schreibstil. Ich weiß nicht, diese Geschichte hat mich so verwirrt. Ich kam überhaupt nicht mit. Es ist so viel passiert von so vielen Namen. Es wurde mit so vielen Namen jongliert und ich habe das halbe Buch lang geglaubt, dass das böse Mädchen das gleiche Mädchen ist wie das gute Mädchen. Also es gibt nämlich eine Mo und eine Ivy. Und ich habe die Hälfte des Buches lang geglaubt, dass es dieselbe Person ist, aber das ist es nicht. Und das ist einfach nur, das ist, weiß ich nicht, das wurde nicht deutlich genug gesagt, dass das wirklich 2 unabhängige Personen sind, dass das 2 Personen unabhängig voneinander sind. Manchmal habe ich das Buch einfach wirklich zur Seite legen müssen und wurde ganz traurig, weil ich nichts verstanden habe, weil es auch alles viel zu schnell geht und diese ganzen Namen und dann ist niemand derjenige, der er zu sein scheint und es ist so komisch. Also ich, ja, wie gesagt, das ist jetzt hier eine Rezension, aber es ist gleichzeitig auch eine Buchempfehlung leider. Ich wollte Nina Blason noch eine Chance geben, also ich werde auch wahrscheinlich noch weitere Bücher von ihr lesen, aber das hier, damit kam ich gar nicht klar leider. Also das, schade, schade. Von der Idee her war das Ganze gut, aber die Umsetzung ist so,
Es gab auch für nichts Gründe. Es gab keinen Grund, warum der böse Typ böse ist, warum die das machen, warum... Ich habe nicht begriffen, warum das böse Mädchen böse sein sollte, weil sie nichts getan hat, was sie böse, was sie zu einer Bösen macht. Und ganz, ganz komisch. Also es, die machen auch einfach alles irgendwie nur so. Alles, was passiert, passiert einfach nur so, ohne tieferen Grund, glaube ich. Und das ist einfach... Außerdem sind im Buch viele Rechtschreibfehler und viele ja, Grammatikfehler und das ist schade. Das Buch ist außerdem in 4 Teile geteilt und es gibt quasi 2 dritte Teile, weil hier gibt es einmal Teil 3 Herbstgold und 150 Seiten weiter gibt es nochmal Teil 3 Todesweiß. Ich weiß nicht, ich finde einfach, das sind so Sachen, auf die man als Lektor hätte achten können müssen. Und weiß, ach, es ist einfach irgendwie sehr unglücklich gelaufen. Aber vielleicht ist das auch nur meine Meinung, denn das Buch hat überwiegend positive Kritiken. Aber ich kam überhaupt nicht damit klar. Wie gesagt, also sehr, sehr schade. Ich hätte es gerne gemocht. Aber durch diesen Fehlschlag werde ich Nina Blason auf keinen Fall aufgeben. Ich werde weiterhin Bücher von ihr lesen und ich habe zum Beispiel Ascheherz noch nicht gelesen. Das möchte ich auch gerne noch lesen. Ich glaube, Zweilicht ist auch eins ihrer weniger bekannten Bücher. Nun ja, ich kam nicht gut mit dem Buch klar. Vielleicht lief es bei euch anders, ich weiß es nicht. Ja, wenn ihr das Buch kennt oder gelesen habt, lasst mir doch eure Meinung da. Das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bis bald.